Hallo und willkommen zum Videotutorial. Diesmal geht es um Seitenzahlen. Bevor wir die hier einfügen, machen wir hier erstmal ein bisschen Blindtext rein. Also ist gleich Rand, Klammer auf. Und machen wir 12, 12. Dann haben wir hier genügend Blindtext. So. Es geht eigentlich ganz einfach. Ich gehe hier in dem unteren Seitenrand mit der Maus hin, mache einen Doppelklick. Und hier geht jetzt die Fußzeile auf. Hier oben auf der nächsten Seite findet man die Kopfzeile. Und jetzt kann ich hier sagen Seitenzahl und Seitenende. Einfache Zahl mit Tick. Und dann habe ich hier entsprechend die Seitenzahlen drin. So, was ist jetzt allerdings, wenn ich auf der ersten Seite ein Deckblatt habe? Dann mache ich hier mal einen Seitenumbruch und auf der ersten Seite, also auf dem Deckblatt, soll ja praktisch keine Seitenzahl ausgewiesen werden. Dann kann ich hier doppelt draufklicken, sage ich erste Seite anders und schon ist die Seitenzahl hier weg. Ja, es gibt aber noch eine Möglichkeit. Ich habe hier zum Beispiel Einfügen Deckblatt. Dann kann ich mir ein Deckblatt hier aussuchen. Und jetzt habe ich ein Problem. Hier fängt die Seite 1 an und ich habe ja hier das Deckblatt auch noch da und das muss ich ja immer mitrechnen. Das bedeutet, ich muss diese Seitenzahl entsprechend formatieren. Das geht hier im Doppelklick. Seitenzahl und Seitenzahlen formatieren und dann kann ich sagen, beginnen mit 2. So, jetzt stimmt das Ganze wieder, also Deckblatt 1, die nächste Seite ist die Seite 2. So, machen wir es noch ein bisschen komplizierter und zwar, ich brauche jetzt entsprechend Überschriften. Die muss ich natürlich auch als Überschrift formatiert haben. Und die verteile ich jetzt etwas im Text. So, jetzt haben wir hier Überschriften drin. Das habe ich jetzt deshalb gemacht, weil wir dann hier an dieser Stelle ein Inhaltsverzeichnis einfügen können. Das geht unter Verweise, Inhaltsverzeichnis und hier automatische Tabelle. Und automatisch haben wir hier unser Inhaltsverzeichnis drin. So, wenn wir jetzt hier sagen, einfügen Seitenumbruch, dann haben wir hier auf der Seite 2 die Seitenzahl ausgewiesen und beginnen tut bei so einer Facharbeit, wissenschaftlichen Arbeit, die Seitenzahl immer mit einer ungeraden Zahl. Das bedeutet, wir hätten entweder das Deckblatt mit einer 1 beziffern sollen, was man allerdings nicht macht, oder dann fängt das Ganze mit der Seite 3 an, nämlich hier. So, wie kriegen wir jetzt die Seite 2 hier weg? Wenn ich jetzt hier nochmal draufklicke und sage erste Seite anders, da ändert sich nicht viel. Hier erscheint wahrscheinlich, wenn man diesen Block hier mitmacht, ein bisschen höher, erscheint hier wahrscheinlich genau die Seite 1. Also dieses Feld hat es hier verdeckt. Und wenn ich hier sage, erste Seite anders, dann verschwindet die ja hier. Das bringt uns aber jetzt mit dem Problem von der Seite 2 nicht weiter gut. Wir könnten natürlich hergehen und sagen, einfügen Formen und dann mache ich da so ein weißes Feld drumherum mit weißen Linien und dann habe ich das auch weg. Naja, keine so elegante Lösung. Wir machen das ganz sauber und zwar, ich mache diesen Seitenumbruch nochmal raus und mache jetzt unter Seitenlayout Umbrüche einen Abschnittsumbruch rein. Ändert sich auch noch nichts. Allerdings sage ich jetzt hier, klick auf die Kopf- und Fußzeile, ja, da muss ich in die andere rein.
die hier mit vorheriger verknüpfen. Das muss ich hier raus machen. Und dann kann ich hier nochmal die Seitenzahl einfügen. Die beginnt dann ab der Seite 1. Also das heißt, ich muss die noch einmal entsprechend verändern. Das ist nämlich die Seite 3. Und jetzt habe ich hier die Seite 3 in einem neuen Abschnitt. Und hier habe ich immer noch die Seite 1 und 2. Ich kann jetzt aber hier hingehen und kann diese Seitenzahl löschen. Und da ich ja praktisch hier einen Abschnittswechsel eingefügt habe und was auch wichtig war, dieses mit vorheriger verknüpfen, das muss man ausschalten, dann hat die Seitenzahl hier mit der vorhergehenden keine Verknüpfung. Das heißt, ich kann hier entsprechend Seitenzahlen für diesen Bereich definieren und Seitenzahlen für diesen Bereich. Ist übrigens auch noch was anderes möglich, und zwar dadurch, dass ich hier diese Umbrüche nächste Seite habe. Also ich habe jetzt hier einen eingefügt. Ich füge jetzt an dieser Stelle auch nochmal einen ein. Also Seitenlaut, Umbrüche und nächste Seite. Dann kann ich nämlich zwischen diesen beiden Umbrüchen, also hier habe ich einen und hier habe ich einen, wenn ich hier da drin bin, dann kann ich zum Beispiel sagen Ausrichtung Querformat. Dann habe ich zwischen diesen beiden Umbrüchen hier, konnte ich diese beiden Seiten ins Querformat stellen. Ist vielleicht für einen Anhang oder wenn man irgendwelche Skizzen hier ausweist, ganz hilfreich, wenn man hier entsprechend das Ganze dann im Querformat hat.